Okay, liebe Pferdetraining Interessierte, um jetzt mal von der klassischen Hackamore wegzugehen. Das sind Manne Lesjak und ich, während der Jahre, die wir diese Hackamore DVD erstellt haben, immer wieder bestimmte Probleme besprochen, und auf den Kursen, die ich gebe, stelle ich immer wieder fest, dass sehr, sehr viele Reiter das altbewährte Snaffle-Bit benutzen, mit ganz wenig Kenntnissen darüber. Der Hackamore-Enthusiast macht sich schwer Gedanken darüber, was für eine Hackamore er für sein Pferd aussucht. Wie steif sie ist, wie groß sie ist, wie lang sie sein muss, wie die Konstruktion des Nosebuttons ist und so weiter. Bei einer Trense, habe ich festgestellt, ist dieses Bestreben überhaupt nicht vorhanden. Eine Trense wird gekauft eben als eine Trense. Es gibt aber so viele verschiedene Trensen in verschiedenen Wirkungsweisen, und die Trense ist heutzutage ein nicht mehr wegzudenkendes Instrument zur Ausbildung und wird auch in Kreisen der Cowboys ganz häufig benutzt. Daher haben wir uns entschlossen, dass wir nächstes Jahr an ein neues Projekt gehen, welches da heißt das Snaffle-Bit, die Trense, im Rahmen unserer Serie Kai Wienrich Training mit Tradition. Ich würde mich freuen, wenn Sie da auch dabei sind, und vor allen Dingen der sich vielleicht für die Hackamore nicht so interessiert, wird im Hinblick auf die klassische Trense einiges Wissenswertes erfahren und aus dieser DVD-Serie hoffentlich genauso viel Nutzen ziehen, wie Sie jetzt aus der Hackamore-DVD gewonnen haben.